und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Yellow. Heute gibt es mal wieder ein DIY-Video und zwar haben wir heute zwei DIYs zum Muttertag. Eins von mir und eins von mir. Ganz genau. So, und dann starten wir jetzt auch schon mal. Wir fangen an mit meinem. So, Leute. Also, wir fangen auch an mit meiner ersten Muttertagsidee. Und zwar habe ich nämlich letztens mal in meinen Nachtschrank rumgekramert und da sind alle möglichen Sachen drin. Und da habe ich noch dieses kleine Büchlein gefunden. Das war mal gratis irgendwo dazu und da hatte ich gleich die Idee, hey, daraus könnte man noch ein kleines Mini-Buch zum Muttertag machen. Die Seiten, die sind hier einfach nur so ein bisschen, also einfach nur weiß. Das sind, glaube ich, so 16 oder so drin. Und ja, ich denke, da kann man ganz gut drauf schreiben. So, nach Lattes Idee mache ich jetzt meine. Die seht ihr jetzt. So, dazu braucht ihr einfach glitzerndes Papier. Also, ihr könnt auch einfach ganz normales Papier nehmen. Ich nehme hier dieses glitzernde Papier. Und dann nehmt ihr jetzt einfach ein Stück. Mal gucken, welche Farbe. Ich nehme das Lila hier. Natürlich, das Papier jetzt mal weg. Und da braucht ihr einfach einen Lineal. Und dann macht ihr das einfach dann in Vierecken. Das sieht dann so aus. Das kann man jetzt vielleicht nicht so ganz erkennen. Ja, diese Vierecke, die müsst ihr einfach so malen wie ein Würfel. Und das Ganze müsst ihr dann einfach ausschneiden. Sieht dann so aus. Hier und an diesen Stellen, das knickt ihr dann einfach. So wie hier. Das ist dann ein Würfel. Der ist jetzt nicht zusammengeklebt. Für das Zusammenkleben, dann nehmt ihr dann einfach Klebeband. Das habe ich jetzt noch grün und blau angemalt. Hier einmal für die Wiese grün und für den Himmel alles blau. Ja. Dann nehmen wir diese kleinen Teile. Kleben sie halt dann hier rein. Am Ende aus. Hier habe ich noch was Tolles hingeschrieben. Ja. Das sieht jetzt auch voll süß aus. Wenn man das dann aufschneidet oder aufmacht, dann sieht man halt diese süße Landschaft. Ich finde dieses kleine Muttertagsgeschenk voll süß und ja. Hier sind jetzt unsere Muttertagsgeschenke. Wir hoffen, wir konnten euch auch ein bisschen inspirieren, ja, etwas nachzubasteln oder selbst etwas zu basteln. Und ja, dann halt auf jeden Fall tschüss. Bis nächstes Mal.